Hallo ihr Lieben und recht herzlich willkommen beim Nette-Leute-Treff, eurem Ü50-Freizeittreff im Ländle. Am kommenden Freitag ist es schon wieder soweit, unsere Movie-Night steht an, unser Kinoabend. Und was es da alles zu sehen gibt und natürlich auch noch einen Rückblick auf gestern Abend auf unseren Stammtisch, das seht ihr wie immer nach dem Intro. Dranbleiben, es lohnt sich. So, gestern Abend war es mal wieder soweit, unser Stammtisch, und wie versprochen ging's zum Italiener, mal richtig schön italienisch schlemmen. Und da habe ich natürlich auch ein paar tolle Impressionsbilder für euch. Und was soll ich sagen, der Da Franco in Kornwestheim, absoluter Geheimtipp. Ich habe ja, was man eigentlich nicht machen sollte, ich habe gestern beim Italiener nicht italienisch gegessen, denn ich habe einen Tipp bekommen, und zwar soll es beim Da Franco den besten Zwiebelrostbraten geben. Und was soll ich sagen? Leute, ich bin begeistert. Ein Zwiebelrostbraten, wie ich mir einen Zwiebelrostbraten wünsche. Und zwar so eine richtig schöne, große Mörderportion. Ich denke mal so 300 Gramm, vielleicht auch 350, auf alle Fälle so richtig schön mit Zwiebeln. Da ist er übrigens, schaut ihn euch an. Ah, Daumen nach oben, richtig toller Zwiebelrostbraten. Also wie gesagt, ich war hin und weg. Aber auch alles andere war wirklich super toll, hat lecker ausgesehen, also Pasta, die Salate, alles super. Das hier zum Beispiel war eine Grillplatte, eine italienische Spaghetti Bolognese. Und was mich natürlich besonders gefreut hat gestern Abend, wir hatten 5 neue nette Leute beim Stammtisch. Wir waren ein großer Stammtisch, eine große Tafel, wir waren 14 Personen. Richtig schön, ein ganz toller, lustiger, unterhaltsamer Abend. Und wenn ihr mal dazukommen wollt, gerne ruft mich an, ne, meldet euch bei uns, und wir freuen uns ja immer über Neuzugänge. Und wenn ihr Bekannte habt, Freunde, die vielleicht gerne mal dazukommen wollen, einfach mitbringen. Wir sind ja für alle da und freuen uns, wie gesagt, wenn neue Leute mit dazukommen. So, und jetzt aber zum kommenden Freitag. Unsere Movie Night steht an, also unser Kinoabend. Und ich habe mir gedacht, ich zeige es euch jetzt auch gleich mal. Ich mache mal wieder eine schöne Komödie rein. Also was Lustiges, etwas zum Lachen, und zwar ein neuer Film mit Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel. Die zwei kennt man aus dem deutschen Film. Der Abend wird lustig, der Film soll wirklich richtig gut sein, genau das Richtige für uns, und endlich mal wieder eine Komödie. Da wir, wie gesagt, auch am Kinoabend immer begrenzt Plätze haben, also ich denke mal so bis 12, 13, 14 Personen maximal, mehr sollten es eigentlich nicht sein. Von daher meldet euch bitte frühzeitig an für den Freitagabend, für die Movie Night. Und dann könnt ihr natürlich auch dabei sein. Für unsere Mitglieder, wie immer, ihr meldet euch bitte nach Möglichkeit über die Homepage an. Die ist ja wieder am Start. Ihr seid alle freigeschaltet. Das sollte soweit klappen. Wenn nicht, meldet euch kurz, dann gucke ich, was ich tun kann. Ansonsten alle anderen einfach wie immer per WhatsApp mich anrufen, kurze Nachricht schicken. Hier sollte jetzt auch die Nummer sein, dann seid ihr dabei. Bei schönem Wetter gibt es natürlich wieder vorher einen kleinen Umtrunk. Das machen wir ja immer draußen auf der Terrasse. Aperölchen, Likörchen, was auch immer. Irgendwas Leckeres habe ich immer da. Und dann gibt es, wie gesagt, eine tolle Komödie. Morgen geht es noch für die Wanderfreunde zum Wandern, aber die wissen alle Bescheid. Morgen früh um 9 Uhr ist der Start. Ich hoffe, das Wetter ist schön. Also laut Wetterbericht soll es morgen nicht regnen und wir werden trockenen Fußes unsere Wanderung hinter uns bringen. Anschließend natürlich wieder irgendwo einkehren, Kaffee trinken, Kuchen oder vielleicht auch was anderes essen. Wir schauen einfach mal.
Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstagabend. Was mir jetzt aber gerade noch einfällt, wir waren ja vergangene Woche waren wir ja auf unserer Zweitagestour, auf unserem Ausflug nach Speyer, und am zweiten Tag waren wir dann in Heidelberg. Da mache ich ein extra Video, weil ich habe so viele tolle Bilder gemacht. Wir hatten A, ein super Wetter beide Tage, und B, es war richtig super lustig. Also gerne mehr davon, gerne mehr Ausflüge, auch zwei Tage. Das ist immer so schön, abends Hotel, am nächsten Morgen frühstücken gemeinsam. Also das macht richtig Fun, richtig Laune. Und ja, jetzt will ich aber zum Ende kommen. Wir sehen uns nächsten Freitag zur Movie Night. Und bis dahin sage ich tschüss, euer nette Leute-Treff. Tschüss, euer André. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.